Cimera Kaya. Hallo zusammen. Rund 650 Beschäftigte haben sich nach Schätzung der Gewerkschaft Verdi heute Mittag vor dem Krankenhaus in Köln-Merheim zur Kundgebung versammelt. Darunter Pflegepersonal aus den städtischen Kliniken in Köln, aber auch Streikende aus Leverkusen und Bonn. Und dabei hatten sie diesmal nicht nur die neongelben Warnwesten an. Oben ohne erlaubt, und zwar für alle. Gestern haben wir Ihnen schon kurz mitgeteilt, dass ab nächsten Monat auch in Köln in den städtischen Bädern das Schwimmen ohne Textiloberteil möglich ist. Für alle, finden aber nicht alle gut. Das heißt, die Nachfrage war da und dem kommen Sie jetzt nach, sozusagen. Ja. Vielen Dank, Frau Heckmann, für die Informationen. Und von oben ohne geht es jetzt nach unten ohne, und zwar ohne Sauerstoffflasche. Ich wette, Ihnen stockt gleich der Atem, wenn Sie erfahren, wie viele Minuten die 78-jährige Hannelore Becker aus Zündorf es schafft, unter Wasser die Luft anzuhalten. Im Kölner Stadtteil Neubrück ist heute Nachmittag ein 8-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Kind war mit seinem Freund unterwegs und hinter einem Bus, der an der Haltestelle stand, auf die Straße gelaufen. Dabei wurde der 8-jährige von einem Auto erfasst. Rettungskräfte brachten ihn mit einer schweren Fußverletzung in eine Klinik. Der andere Junge erlitt einen Schock. Ab heute können auch Studierende im Rheinland einen Antrag auf die Energiepreispauschale stellen. In Köln und Bonn könnten fast 120.000 Leute davon profitieren. Was kommt in die gelbe Tonne? Welche Verpackung ist die klimaschädlichste? Ja, wir kaufen ja viele Lebensmittel ein, die verpackt sind, und wollen dann wenigstens beim Recycling ein gutes Gewissen haben, oder? Aber könnte unser Wissen über Müll vielleicht ein Update vertragen? An einigen Kölner Schulen wird jetzt im Chemieunterricht gelehrt, welche Verpackungen der Umwelt besonders schaden und wie wir sie richtig entsorgen. Ja, das mit dem Glas wusste ich tatsächlich auch nicht. Da lernt man als Erwachsener auch noch was dazu. Und die hier, das habe ich extra für Sie nachgeschaut, die gehören übrigens nicht in die gelbe Tonne, sondern in den normalen Haushaltsmüll, also in die schwarze Tonne. Aber jetzt mal ein anderes Thema. Was schätzen Sie, wie viele Kugelschreiber haben Sie in Ihrem Leben tatsächlich schon gekauft? Also ich keinen einzigen. Trotzdem fliegen bei mir zu Hause mindestens 20 Kullis rum in irgendwelchen Schubladen und wo sie alle verteilt sind. Ja, die gibt es ja überall zum Mitnehmen, ne? Ist zwar meist ein Firmenlogo irgendwo drauf, aber das stört ja nicht. Aber dass Werbegeschenke auch mal kreativer und noch sinnvoller sein können, das beweist jetzt die Bonner Messe Haptika. Also mich persönlich hat ja dieser Insektenfänger überzeugt, den hätte ich gerne. Ob hier irgendwelche Insekten sind? Ich glaube nicht, die haben sich alle verkrochen, oder? Das ist kein altes Bild, das ist von heute. Da dachten wir, der Frühling naht, aber nein, doch nicht. Unerwartete Weihnachtsstimmung heute früh im Bergischen Land. Aber eben heute. Und die sind schneeweiß oder grau oder sowas ähnliches. Ja, schauen wir mal, wie das Wetter beim Schäfchenzählen heute Nacht dann so wird. Nach der Tagesschau geht es hier um 7:45, passend zum Verbrauchertag. Ja, den haben wir heute mit unserer Sendung Markt weiter. Katrin Vogel begrüßt Sie da. Unter anderem geht es da um die Zukunft der großen Kaufhäuser. Außerdem um Ärger mit Erlebnisgutscheinen, wenn Anbieter plötzlich keine Termine frei haben oder gar nicht mehr mitmachen beim Gutscheinangebot. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich. Tschüss.